So, ein wunderschönen herzlich willkommen zurück zu Clicker Hero. Zum ersten Mal tatsächlich nach einer langen Zeit, ja, wirklich idle. 8E11, oh, kann man ja mal machen. Du kommst darauf, du kommst auch darauf. So, dann, oh ja, man merkt, ohne Kombo sind wir echt am Arsch. Ja, nee. Was haben wir hier? Ganz geil. Oh wow. Schon wieder einer krepiert. Okay. Gut, dann gucken wir mal weiter. Was können wir jetzt hier machen? Wir haben ein bisschen was verdient. Das heißt, wir können King mit Dias holen. Bup. Ja, schön. So. Schaffen wir den Boss? Sollten wir. Nee, schaffen wir nicht. Fuck. Das heißt, wir nehmen hier nochmal ein 250 Level. Kämpfen wir ein bisschen mit. Schaffen wir die am Leben? Schaffen wir wirklich nicht. Scheiße. Boah, Alter, das war ja halbe Sekunde oder sowas, was wir da noch hatten. Holy moly. Na gut. Ja, man merkt, ohne Kombo, ne, ist schon eine ganz andere Liga, wenn wir komplett neu starten und dann nicht mal hier mit Kombo arbeiten. Das sind doch etwas andere Welten. Dafür. So. King Medias, sehr schön. Der Typ, der uns mehr Geld gibt, ist auch endlich am Start. Am Stizzle. So. Level 56. Naja, ich glaube, Level 100 werden wir in der Folge noch nicht erreichen. Definitiv nicht. Gucken. 6E12 in 3 Minuten. Könnte vielleicht einen kleinen Booster geben, aber 6E12, das reicht nicht mal hierfür. Das reicht gerade mal hier für ein weiteres Level. Für ein extraterrestrisches Level. So. Perfekt. Okay. Wort sogar mit Tipp-Animation, Alter. Booja. Alter. Ah. Spielen wir mal wieder mit Animationen. God damn it, ey. Also manchmal ist meine Stimme echt zum. Ne? So. Hier haben wir alle auf 100, das ist ja ganz schön. Die Frage ist, können wir hier noch weitermachen oder eher nicht so. Increase DPS. Oh! Na, schau mal einer an. Der versteckt uns ja auch noch ein bisschen. Ah, Critical Play. Multiplier, ne? Im Englischen einfach nur Multiplier, ja. Ich will da noch so wie im Deutschen dieses Multiplizierer, irgendwie sowas da noch ranhängt, dieses Multiplier, aber Multiplier ist, nein, definitiv nicht korrekt. Könnt ihr mich schlagen, wenn ihr wollt, aber das glaube ich nicht, dass das nicht, dass das so sein sollte. So, gehen wir hier überall noch ein paar Level ruf, ne? Mal gucken, haben wir da was Interessantes mit dabei? Natürlich nicht, danke dafür. Viel weiter kommen wir aber auch schon nicht mehr.
Noch so ein kleiner. So ein kleiner Held hier. Ist nur ein Schaden. Ja, das ist ja natürlich Gold, das ist natürlich Gold wert. Versteht ihr wegen Wallace? So gut jetzt. Dip. Hast du fein gemacht? Komm. Ich schau dir mal auf die Schulter. Meine Schulter ist gebrochen. Bitte. Nein. Hört auf damit. Haben sie dir wehgetan? Digga. Hä, warum ist er so flach? Ah ja. Okay. So schon gut. Das geht zwar auch unter die Gürtellinie, aber zumindest nicht an brikanten Orten, die als Sehenswürdigkeit markiert sind. So, the question is 3,13 bräuchte für den nächsten. Schaffen wir das schon? 3,13. Wo bin ich denn da? Ne, ich habe gerade mal 1,7E13. Na gut, dann bleiben wir doch erstmal bei König, bei King Bedias. Wir müssen ihn eh erstmal auf Level 10 liefern. Ne? Bam. Oh, wow, hat für 2 Level gereicht. Okay. Ja, verstehe. Man macht mich also nicht. Arschloch. Oh, das war Boss. Dann nehmen wir hier gleich mal das Ding. Boah, Alter, diese Animation, ey. Boah. Digga, Virtual Reality. Oh ja. Okay. Da sind wir, haben wir wieder hier. Haben wir wieder. Ich könnte dich tatsächlich mal auf Level 10 heben. Eigenschaden, naja, der hat wohl nicht keinen Schaden. So. Auch nur Eigenschaden. Auch nur Eigenschaden. Schade eigentlich. Ich bin ja eher für Gruppenzusammenhalt. Ne? Also ein bisschen mehr aufs Gemeindewohl achten, aber irgendwie sind hier kaum welche leider dabei, die halt wirklich so viel machen. Das einzige Gute, der halt wirklich dabei ist, oder die halt wirklich dabei ist, ist der Betty Clicker, weil die hat fast nur solche Sachen. Wo ist die dann überhaupt da oben? Die backt sogar allen Essen, ne? Das sieht man ja hier, ne? Ist die quasi, ist die Hausfrau Deluxe. Ach ja. So. Wahrscheinlich macht sie auch deswegen hier so viel Damage, weil sie alle mit ihrer Teigrolle verhaut. Auch noch was Gutes mit dabei, ne? Ne, oder auch nicht? Ich dachte, eins von den beiden war ein Skill. Oder was anderes Gutes. Schade eigentlich. So, das hier ist alles so teuer. Seltsam, dass da zwischen den beiden schon so extremer Unterschied ist. Ich meine, die Level kosten fast gleich viel, dabei haben die 50 Level Unterschied. Schon, ne? Merkt man schon, die Latte wird langsam höher gesetzt. So, das ist nur ein Schaden. Tja, das einzige, worauf wir jetzt noch setzen könnten, ist tatsächlich hier ihn. Ah. Wobei der halt auch nicht viel mehr Schaden bringt, sondern halt erstmal nur mehr Geld. Aber gut, wir sind wenigstens sind wir schon mal Level 63. Das heißt, wir sind also quasi schon zwei Drittel bis ran an Level 100. Vor allem sind wir schon in einer schwierigen Phase, weil wie gesagt, ab Level 50 ist es ja immer dann so, ne, wird es immer schwerer. Und Level 50 haben wir vielleicht schon mal überstanden. Das heißt, wir sind auf einem guten Wege, auch noch die weiteren Level
glimpflich zu überstehen, ne? Ich meine, mal schauen, wie weit wir jetzt in der Aufnahme hier kommen. Ich weiß auch noch nicht, wie lange die Aufnahme überhaupt wird, wie viel Bock ich drauf habe, quasi hier die Aufnahme in die Länge zu ziehen. Tomorrow leaves the game. Gottverdammter Hurensohn. So. 32, 19. Also der hier wäre definitiv effektiver zu leveln. Er erhöht seinen Schaden um 100%. Das wären aber immer noch knapp mal 20, also 40% im Vergleich zu ihm. Heißt also, ich setze doch tatsächlich eher auf ihn hier. Ja gut. Komm hier, leck mich. Mach mich gacker. Gacker mir. So, haben wir schon mal DPS von. Siehst du, ich muss jetzt mal ganz kurz gucken. Wir nehmen mal ganz kurz hier Auto Forwarding raus. Den nächsten muss schaffen wir eh nicht. Mal ganz davon abgesehen. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz. Steigt der Geldbetrag jetzt weiter an? Weil wenn ja, dann achtet der nämlich nicht auf den, weil wie gesagt, das hier ist ja irgendwie verknüpft mit dem Level, das wir haben und mit dem DPS, also den Schaden, den wir machen, entweder per Klicken oder per unsere Helden. Da wäre halt die Frage, ob er den Schaden nimmt, den die Monster als solches machen oder der Schaden, der hier oben dabei resultiert, weil der steigt ja durch unsere Combo an. Und dann müsste der Geldwert ja dann jetzt auch mit ansteigen. Danach sieht es tatsächlich aber gerade nicht aus. Wollen wir es aktualisieren hier? Ne, bleibt gleich. Wenn ich jetzt hier ein Level kaufe, gibt es aber mehr. Genau. Jetzt haben wir nämlich 5792. Heißt also, der beachtet wirklich nur den Schaden, den die Monster hier als solches machen. Und nicht der Schaden, der am Ende durch die Combo resultiert. Weil das wäre natürlich noch geiler, ne? Dann könnte man damit zumindest ein Business beeinflussen, weil ich habe ja letztens gesagt, dass es halt cool wäre, wenn es Agent gibt, die hier beeinflussen, beziehungsweise halt unsere Reliquien. Ja. Was soll ich gerade sagen? Genau. Das halt cool wäre, wenn es Agents gibt, die hier beeinflussen oder unsere ausbeuten. Aber in dem Moment hätten wir es ja mit der Combo beeinflussen können, geht aber leider scheinbar doch nicht. Na gut. Dann bleibt uns wohl nichts anderes zu hoffen übrig, als hier ja, das hinzunehmen. So, mal gucken, ob wir den Boss schaffen. Na, sieht schwer aus. Nee, ich glaube, das wird nichts. Das können wir hier. Oh, der erste Fisch! Yay, der erste Fisch in der neuen Ascension. In der neuen Transcension. Komm, das schaffen wir doch hier. Also, wäre doch gelacht, wenn das gelacht wäre. Oh ja. Wir haben halt auch noch nichts mit kritischen Schaden, oder? Kann das sein? Ich bin gerade ein bisschen mal gefragt. Oh Gott, das wird doch gar nichts hier. Boah, Alter, schon wieder so knapp. Lol. Haben wir irgendwas mit kritischen Schaden? Nee, ne? Doch, 3% haben wir schon. Sehr, nee, okay, es war apostrophisch gering, aber immerhin besser als gar nichts. Die einzigen, die unseren kritischen Schaden erhöhen, sind dann ja später hier. Ne, kann nicht schon? Also, muss man jetzt gucken. Kritischer Schaden. Das waren noch die beiden mit diesen blauen und gelben Icons, die so extrem blau oder gelb waren. Waren das die beiden hier? Nee, weil King Medias ist doch nur für Gold. Der hat doch mit kritischen Schaden nichts zu tun, oder? Hm.
Herr Suspekt. Weil ich meine eben 3% kritische Schadenschance. Ist halt quasi jeder 30. Treffer ist gerade mal ein kritischer Treffer. Das bringt uns natürlich noch nicht allzu viel. Wobei der Multiplizierer ja auch noch relativ weit unten ist. Mal 15. Naja, 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 naja. Was ist denn hier los vom Level 20? Fällt schon ein Level 25, ne? So, können wir mal den hier ein bisschen? Können wir? Ne, können wir nicht. Doch, können wir gleich. Na komm. Pop. Danke. Genau, okay. So. Das machen wir mal. Ach, scheiße. Ah, viel zu teuer. Würde auch nur gerade ein bisschen den Klickschaden erhöhen. Gott, was sollen wir tun? Na gut. Gehen wir mal hier auf den nächsten und hoffen, dass wir damit ein bisschen hier hochziehen können. Oder gucken wir mal weiter. Auch wieder bloß einen Schaden. Na gut, 3E18, 3,8 E13, so kriegen wir vielleicht noch genau. So. Haben wir schon mal zwei Level. Und dann spare ich jetzt mal auf King Medias, dass wir den tatsächlich ein bisschen hochleveln können. Oh, gleich mit der Boss-Level. Und es sieht nicht so aus, als wenn wir den Boss-Level schaffen könnten. Außer ich kriege hier den hier tatsächlich noch ein bisschen hochgelevelt auf mindestens Level 5, aber ist die Frage. Und Abaddon kriege ich auf jeden Fall noch nicht zusammen. 3E14 ist. Das gibt mein Monatsgehalt nicht her. Ach ja, na gut, vielleicht habe ich doch noch Level 5. Level 5, klar, Level 5. Das wäre natürlich Schnieke. Dann könnte ich nämlich damit tatsächlich den Boss schaffen? Fragezeichen. Ah ja, gute Frage. Ja, zur Not, wenn wir es nicht schaffen sollten, in 4 Minuten sind ja hier wieder unsere Dinger hier offen. Ne? Dann kann man wieder ein bisschen hier peitschen und töten. So. Ah ne, ich glaube, das reicht noch nicht. Nee, das reicht noch nie im Leben. Goddammit. Alter, das war ja sowas von überhaupt. Das war ja. Man hat ja. Okay, gut jetzt. Das heißt, wir müssen gucken, ob wir irgendwie mal weiter hier hinten hochleveln können. Hier hinten ist alles hochgelevelt.
Und wisst ihr was, wo du mir gerade auf den Sack gehst? Nehm, scheiße, ich wollte dich. Nehmen wir dich einfach mal mit rein. Aber was soll's. Tweebeast ist auch so ein kleiner Wichser. Ein kleiner Spasti, ne? Der einfach nur rumsteht. Arschloch. So, dann gucken wir mal. Du, was machst du? Nur einen Schaden. Was machst du? Einen Schaden. Einen Schaden. Geld. Ja, Geld wäre schön, ist aber ein bisschen teuer. Nee, das sieht nicht gut aus. Wir sollten tatsächlich weiter ihn hier leveln. Vielleicht kriegen wir ihn noch sogar auf Level 10. Da kriegen wir nämlich das Ding hier noch. Und dann sieht es vielleicht auch schon etwas anders aus mit dem Boss. Zumal ja, wie gesagt, in 3 Minuten auch die Dinger hier wieder sind. Ah, langsam merkt man hier unsere kritischen Treffer. Lagte er und es kam keine mehr. Na, 3% immer noch mal. Naja, ich meine, wir machen pro Klick, pro Sekunde ja 20 Klicks, ne? Das heißt, wenn jeder kritischer, also, wenn jeder 20. Treffer ein kritischer Treffer ist, so rum, dann wäre im Durchschnitt ein Treffer alle 1,5 Sekunden. Voll nice. So. Was ist hiermit gemeint? Mal gucken, was das auf Deutsch bedeutet. Genaue Heldenmenge kaufen? Da habe ich es ja doch richtig übersetzt. Aber was soll das bedeuten? Wir kaufen noch genaue Heldenmenge. Oder soll das bedeuten, dass wenn man hier praktisch jetzt hier raufklickt, dass man dann bis Level 10 kauft und nicht um 10 Level? Nee, mehr Möglichkeiten haben wir auch nicht mehr. Was zur Hölle soll das bedeuten? Ich probiere es mal hier bei ihm. Das ist aber so teuer. Dann versuche ich es mal bei Winnen. Ne, sind 10 Level, die er kauft. Was ist denn der Unterschied zwischen den beiden? Wisst ihr was? Steam Community, oh my goodness, Hotkeys. New option, accept quantity. Before that, I was annoying that if I had chosen 24, blah blah, more was born than 24. If this was. Ja, leckt mich am Arsch. Gott, das ist genau das, was ich die ganze Zeit. Oh Gott, Alter, das gibt's doch gar nicht. Ernsthaft jetzt? Das ist das, was ich die ganze Zeit wollte. Wow. Das ist das, dass wenn ich hier raufklicke, also wenn ich jetzt hier raufklicke und sage, ich möchte 10 Level kaufen, dass es dann auch wirklich nur dann kauft, wenn ich 10 Level kaufen kann. Und nicht einfach denn so viele Level kauft, wie ich kaufen kann. LOL. Ey, Digga. Ah ja, dritte Transcension. Das wird die Transcension der Weisheit. Oh Gott, das gibt's doch gar nicht. Ich sehe, ob bei meinem Tablet auch. Habe ich die ganze Zeit aktiviert gehabt? Oder was jetzt? Jetzt bin ich gerade ein bisschen, ne? Na, man will ja nicht dumm sterben. Na? Na, 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 na.
Ja, genau, hier gibt es nämlich so eine Option gar nicht. Eben. Und deswegen habe ich da nach sowas hier auch gar nicht geguckt gehabt. Alter, gibt's doch gar nicht. Gibt's noch eine Funktion, die hier, ne? Tiny Monster? Nein. Show? Nein. Always use? Nein. Show in the video? Hero? Nein. Ja, das hier ist die ganzen. Also hier unten. Jetzt muss ich mal gucken, ob das hier Zahlen rumfliegen. Nein. Aber das hier ist das, dass die ganzen Zahlen rumfliegen. Da. Was aber gerade mit Autoklickern einfach komplett, da blickst du überhaupt nicht mehr durch. Das lenkt nur ab. Ja, das war ja, ja gut. Ich meine, kann natürlich das durchaus sein, dass Britt in die Kommentare geschrieben hat, dass ich ja mal bei dieser Option gucken sollte. Das Problem ist nur, ich nehme heute auf für. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ne? Also, was ich heute aufnehme, wird veröffentlicht am. Oh, ich muss mal wieder meine Liste aktualisieren hier. Durchschnittlich so am 30. Tennen. Also 24, 25. Ja, am 27. Heißt also, wenn ihr heute eine Folge, also wenn ihr die Folge guckt, bin ich schon wieder 50 Folgen weiter. Ne? Beispiel, heute ist der 14. Also für euch kam jetzt gerade mal Folge 40 raus. Obwohl ich bereits Folge über 70 aufnehme. Das heißt, ich habe einfach mal 30 Folgen Vorsprung. Und deswegen ist es halt leider so, dass wenn ihr irgendwas in die Kommentare schreibt, ich das in den Aufnahmen immer erst aus eurer Sicht 30 Folgen später berücksichtige kann. Zumal ich ja auch nicht jeden Tag nach Kommentaren gucke. Ja. Das heißt, ich werde wohl weiterhin dumm sterben. Wie gesagt, wenn es überhaupt jemand schon in die Kommentare geschrieben hat, ne? Kann natürlich keine Ahnung. Transparent. Ist das mit dem, dass da nicht auf den Zahlen drauf sind oder was? Ich mal kurz hier unten, mal Abaddon. Ja. Auch was ich gesucht hatte. Oder wo ich gesagt hatte, dass es cool wäre, wenn man die Zahlen auch lesen könnte. Ich will sterben. Es war alles die ganze Zeit hier. Ich brauche. Wie gesagt, diese ganze Option gibt es halt bei der mobilen Version nicht mehr. Da gab es nur das hier. Das hier. Und das hier. Bei dem weiß ich das gerade nicht. Aber ansonsten die. Die Funktion, die gerade hier wichtig gewesen wären, das hier und das hier, die gibt es bei der mobilen Version nicht. Deswegen habe ich danach überhaupt nicht geguckt. Naja, so schnell kann es gehen. Jetzt will ich mich alles verrückt erklären. So, nichtsdestotrotz haben wir mittlerweile so viel Stärke, dass wir den nächsten Boss auf jeden Fall schaffen sollten. Ah, wie ist denn? Das ist doch eine geile hier. Das ist doch geile Geschwindigkeit. Das ist doch geil und so. Ja, geil. So, hier 10 Level. Dankeschön. Bumm. Okay. Danke. Ich finde es voll witzig, wenn du im Spiel bist und dann von Englisch auf Deutsch wechselst und dann von Deutsch wieder auf Englisch wechselst, hast du eine wesentlich klarere Schriftart. Weil nämlich im Englischen, mal kurz, kann man das hier, ja, siehst du, hast du nämlich so eine dicke Schrift hier, bumm, so eine riesige Schrift. Wenn du aber Deutsch hast, dadurch, dass die deutsche Sprache, ne, die Wörter sind länger und die Sätze sind auch viel länger. Deswegen hat man, um die gleiche Sprache zu, um den gleichen Inhalt zu vermitteln, brauchst du mehr Schrift. Also muss die Schrift, wenn man den gleichen Platz nur hat, kleiner sein. Und dementsprechend sieht man das überall im Englischen alles dick geschrieben und im Deutschen dann alles dünn geschrieben. Und da er aber die Schriftart zwar in das Deutsche ändert, aber warum auch immer nicht zurückändert, wenn man die Schriftart zurückändert. Hier, dann bleibt es nämlich so dünn. Deswegen hat man hier immer diese geile Mixtur.
die gute englische Sprache und die schöne Schriftart aus der deutschen Version. Quasi die deutsche Schriftart. Macht zwar keinen Sinn, aber ne? Ja. Und sonst jetzt wieder was ändert, Bob hat man wieder diese hässliche Schriftart. Ist wahrscheinlich die gleiche Schriftart, sondern einfach nur, aber einfach nur dick. Aber es sieht halt trotzdem kacke aus. Ich mag so diese dicke Schriftart nicht. Das wirkt halt extrem unsauber. So, dann sind wir schon Level 73. Das ist doch ganz geil. Kriegen wir bei King Medias noch 25 Level? Nein, kriegen wir nicht. Siehst du, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Gilt das jetzt auch für die Autoklicker? Nein, für die natürlich nicht. Das ist natürlich schade. Wobei, ich muss mal kurz gucken, wenn ich jetzt hier so auffällt, weil ich habe jetzt gerade die Z-Taste gedrückt. Also mit die Taste, die, solange wie ich sie drücke, das hier gilt. Wenn ich jetzt aber auf Durchhalten gehe, mal gucken, ob er sie dann berücksichtigt. Ja, dann berücksichtigt er sie. Okay, geil. Siehst du, das ist doch genau das, denn. Ja, das ist genau das, was ich die ganze Zeit wollte. Ja, Arschlöcher. Das werde ich euch alle übel nehmen. Dass ihr mich so betrogen habt. Digga, wie lange brauchst du für einen kleinen Gegner? Jetzt meine ich so, als wenn sie stark wären. Das ist Schnee. Was ist hier? Achso, ja. Ah, komm, leck mich hier. Ich will erstmal hier King Medias ein bisschen auf Level 50 bringen. Ist mir gerade wichtiger. Rara. Haben wir nämlich schon ordentlich Goldwachs. Um fast 100%. Dann kriegen wir nämlich hier von diesen Abaddon die Level schneller. So, 4E14. Interessant. Passt ja. Oh Gott. Jetzt haben wir die. Jetzt fangen wir die Scheißmission an hier. Die total abgedreckten Drecksmission. Ja, quasi die Drecksdeppen unter der Mission. Ist das gut? Ja, ist gut. Jawohl. Ha. Hat er leider nicht mehr für Skill gereicht, aber zumindest für die. Oh, war ja Boss. Warum sagt denn das keiner? Schaffen wir den. Doch, müssten wir, wo ist meine Hand? Ach, wir arbeiten nur mit. Ach ja, komm, dann schaffen wir es ja locker. Dann haben wir ja easy. Guck doch mal, wie easy das geht. Das ist doch easy, Rische. Die Haare von dem Viech, Alter. Blub, 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 blub. Oh mein Gott, ich will sterben. So. Da haben wir auch schon mal Masyn und dann haben wir Armenhof. Yay! Unsere nächste Session steht damit bald an. Wuhu! Tja, da bin ich mal gespannt, weil in der ersten Essential kriegen wir immer noch wieder leider kaum Hero Souls, ne? Weil er alleine gilt ja leider nicht, dieser kleine Hurensohn, sondern wir brauchen davon ja erstmal Solomon. Den müssen wir uns auch erstmal holen. Die Frage ist, Solomon ist hier nicht, leider nicht direkt mit dabei. Nicht. Also den müssen wir auch erst noch durchsuchen. Also wieder rerollen, so lange bis wir ihn bekommen. Und dann müssen wir ihn ja auch erstmal wieder hochleveln, ne? Das heißt, wir werden jetzt in der Ascension nicht gleich ascenden können, sondern wir werden erstmal wieder ein bisschen hochleveln müssen, solange bis wir, ich sag jetzt mal so frei Schnauze, so 20 Hero Souls, 30 vielleicht. Mal gucken, wie gut wir durchkommen. Auf jeden Fall, dass wir so ein paar Hero Souls haben. Ja. Damit wir denn dann tatsächlich auch bei Solomon gut durchstarten können. Das wäre mir ganz lieb. So. King Medias, wie viel kostest du? 7,25. Schade, ganz schön teuer. So, gucken wir mal hier oben, was hier oben abgeht. Du, sehr schön. Du brauchst nicht. Du, deine Mutter.
Danke, 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 danke. So. Ah, Critical Click. Nächster Monster. Dankeschön. Metalldetektor, braucht keine Sau. Ne? Oh. Hat er? Ja, da nicht. Achso, er ist aber Level 100. Ne, war zu teuer. Ah, aber jetzt gerade hat er. Yay. So, müssen wir immer noch Geld sparen. 3, 6, 4, 15. Ein Fisch. Kein Rubin. Ach, Schluch. Wie viel haben wir eigentlich? 4 Rubine. Wow. Tja, vor allem die Frage ist, worauf schauen wir jetzt? Ne? Ich meine, gut, wenn wir jetzt tatsächlich in der dritten Ascension auch noch, weil die dritte Ascension wird auch nochmal eine ganze Weile gehen. Weil wir haben uns ja vorgenommen, ne? So weit zu kommen. Achso. Ja, gut, jetzt gibt es ja erst ab Level 100, von daher kann ich das Ding gerade nicht aufrufen. Aber ich habe ja vor, hier bis zu dem Typen zu kommen, den ich auch gerade bei mir nutze. Und das wird eine ganze Weile dauern. Ja. Von daher werden wir hier eine ganze Weile drinnen bleiben und daher werden wir durchaus vielleicht locker bis 200 kommen. Und wer weiß, vielleicht kaufen wir uns dann noch einen Autoklicker. Und wenn wir sogar dann nochmal bis Level, nochmal 250 sagen, holen wir vielleicht noch einen vierten Autoklicker und dann noch einen fünften und sechsten und siebten. Ich weiß nicht, wie viele man überhaupt kaufen kann. Aber ich glaube, kann man unbegrenzt viele kaufen. Keine Ahnung. Ich meine, wir können uns ja mal gucken, weil... Ja, nee, alles andere bringt ja eigentlich alles gar nichts. Das hier ist ein Witz, das ist auch ein Witz, das ist auch ein Witz, das ist auch ein Witz. Hier könnte man überlegen, ob man sich sowas holt. Aber ganz ehrlich, eine Quick Ascension für 50 Klickety-Klicks? Rubine? Ich meine, eine Quick Ascension bringt halt so viel wie eine Ascension. Ne? Im Durchschnitt. Das heißt, das ist auch vergleichbar mit der Arbeit, die ich mit einer Ascension hätte. Und 50 Rubine, gerade mal dafür, dass ich mir eine Ascension erspare, obwohl ja eine Ascension jetzt bei der letzten, die längste Ascension hat so ungefähr 4 Stunden gedauert. Für 4 Stunden 500 Hero Souls ausgeben, 50 Rubine ausgeben, ich weiß nicht, ob das was bringt. Das ist mir eigentlich ein bisschen zu teuer. Von daher wäre das hier definitiv, wie gesagt, ne, das ist halt das, merkt man ja, das Ding bleibt für immer. Und die Dinger bringen halt extrem viel, gerade in Kombination hier mit unserem Jojo. Juggernaut oder wie er heißt. Genau, Juggernaut. So, ja, immer gib mal hier. Oh, 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 scheiße, habe ich gerade ein bisschen zu schnell geklickt. Wir hätten gerade Armenhaupt kaufen können. Hm. Na komm, ich will Armenhopp haben. Wow. Armenhopp ist mein Lieblings. Mit den Kippen. Boah, er sagt, geht doch. Meine Güte. Oh ja, 38% Schaden. Es geht. So, können wir mittlerweile wieder den nächsten Boss probieren. Mal gucken, ob das was wird. Eher nicht so. Digga, wie das ganze Spielfeld hier bebt. Aber das Monster bebt natürlich nicht, ne? Wisst ihr, ich meine, kennt man ja auch aus der Realität, ne? Wenn man irgendwo in der Straßenecke ist und arme kleine Brillenträger verprügelt. Nicht der Brillenträger fliegt weg. Nein, die ganze Erde fliegt weg, aber er bleibt stehen. Also nicht stehen, sondern bleibt an dem Platz, wo er halt war. Naja. Okay. Eigentlich hätte ich so programmieren müssen, dass quasi alles wackelt. Also Spielfeld, die Figur, der Finger. Die Spielelemente, quasi der gesamte Browser, am besten der gesamte Bildschirm von mir. Also, die hätten quasi einfach, das ist so, da bräuchte man so eine kleine Kiste, die man per USB anschließt. Und wenn man dort kritischen Hit landet, dann fliegt die Kugel, fliegt die einfach durch die gesamte Wohnung und die gesamte Haus vibriert. Einfach so ein Subwoofer. Erstmal schön 200 Hertz Sinoton.
Sinuston. Sinuston natürlich. Sinuston ist ein, ja. Nein. Gibt's nicht. Nicht, dass ich wüsste. Ne, kritischer Klick macht auch kein extra Geräusch. Schade eigentlich. Sonst hätte man nämlich die das Soundfile nämlich austauschen können. Und dann hätte man wirklich einfach mal so einen Ton mal ein bisschen editieren können und dann wirklich einfach so ein 20 Hertz Sinus Gegrolle darunter legen können. Aber gut, man muss es ja auch nicht übertreiben. So. Okay, dann gucken wir mal hier, was wir hier weitermachen können. Bam, bam. Scheiße. So. Sie. Und so, was ist unser King BTS? Da ist King BTS. Können wir den schon auf Level? Doch. Sollte funktionieren. Gleich bald irgendwann mal. So. Digga, wir haben schon wieder Armenhop. Ich glaub das nicht. Wo ist der gerade mal Level 83? Boah, Alter, wir sind in der gesamten Zeit gerade mal 30 Level geschafft. Geht. Geht, kann man machen. Doch, das geht. Das. Kann man machen. Aua. Er hat mich verletzt. Braucht einen Arzt. So, was bist du? Achso, Metalldetektor. Das hier wäre wirklich eine geile Sache. Können wir uns einfach mal klauen. Ah, das schaffen wir schon nicht mehr. Noch? Ah doch, gleich. Also hier, yeah, ne? Badam. So, 3E16 brauchen wir auch noch mal. Alter, ist das hier. Dass sie alle immer nur Geld wollen. Können nicht mal Geld geben? Okay, machen wir, wenn sie, also. Danke. So, dann haben wir das Ding auch noch. Bam, dann haben wir hier auch alles. So, und jetzt heißt es, in 20 Sekunden dann. Oh, siehst du, dann sind wir eh wieder beim nächsten Boss. Dann bossen wir mal den Boss weg. Und dann wird gebosst, bis der Boss bosst. Okay, zwei Level kommen wir. Ne, nicht mal zwei Level, ein Level gerade mal. Wow, das war so viel. Ey, ich krieg mich ständig. So, und da ist auch schon der Boss. Ne, da bossen wir mal den Boss hier. Ich glaube, das reicht gar nicht. Ne, das reicht nicht. Dann müssen wir jetzt direkt mal hier ein bisschen hochleveln hier, ne? Mal ein bisschen Cash machen, ein bisschen. Oh, wow. Na komm, bringen wir drei zusammen. Wir können locker drei zusammen. Jawoll. Oh my goodness. Das ist ja wie eine Party hier. Hardcore. Sylvester Stallone. Stone. Oh my goodness. Alter, ey, am Anfang wird es ja noch richtig was hier, wenn man das hier macht. Holy moly. Wui. Okay, das war geil. Bitte gerne jeden Tag wieder. Reicht aber leider immer noch nicht. Das ist deprimierend. Mal schauen, mit ein bisschen Glück, wenn wir hier noch ein paar kritische Treffer landen, dann geht es vielleicht doch, aber ich glaube, nein, das wird nichts. Das schafft meine Armfinger eigentlich. Weg damit hier. Und das schaffen wir locker. Ich habe doch studiert. Ich weiß doch, wie das geht. Sag ich doch. Bumm. Siehst du, die Sword wird sogar mehr als eine Sekunde Reserve, ne? Also, na, wir sind schon auf einem guten Weg. Denke ich mal. Keine Ahnung. So. Was geht denn hier ab? Ha? Meine kleinen Damen und Damen. Ah, Arschloch. Arschloch. So, King Medias. Was ist das hier? Ah, Critical. Dann waren es doch die beiden, die auch nochmal kritischen Klick klicken.
Ja, doch, das waren die beide, sag ich doch. Er ist doch behindert. Aber die machen hier was verschiedene Sachen. Er erhöht meinen kritischen, also die Chance, dass ich treffe. Und er erhöht den Schaden, den ich dabei mache, wenn ich treffe. Nice. Aber ja, es waren doch die beide hier. Weil ich war hier ein bisschen so, ein bisschen verwirrt, weil eben, der macht dann normalerweise nur Sachen, die was mit Gold zu tun haben. Und kritischer Klick macht er jetzt nicht unbedingt, hat er jetzt nichts wirklich mit Gold zu tun. Von daher war jetzt das nicht so naheliegend, meines Erachtens nach, dass ich mir so dachte, ja, das wird es sein. So, oh Scheiße, Mann, ich hasse dich. Dich und deine gesamte Brut, ey, geh kacken, geh sterben und so, ne? Verreck endlich. Na komm, noch 6E16. Dann haben wir es doch. Danke. Yay. Ach, leck mich, Alter. Level 125. Nee, Level 130 ja nicht. Man muss mich ja noch richtig ärgern hier. Du Kleiner, das zahle ich dir heim. Irgendwann, wenn du groß bist, dann bist du klein. Dafür sorge ich. Kraft meines Amtes. Ich weiß zwar nicht, welches Amt, aber bestimmt das Arbeitsamt. Das Arbeitsamt immer kümmert sich ja gerne um solche Sachen. So, hier dauert das nächste noch 6 Stunden. Das kriegen wir noch locker in der Folge hin. Kein Problem. Die Folge geht einfach bis heute Abend. Aus den beiden kleinen Folgen wird einfach eine super Folge. Habe ich sowieso überlegt, ob ich irgendwann mal eine Folge mache, die so, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, ne? Eine Folge mache, die so richtig lange geht, wo ich wirklich einfach mal komplett durchziehe von Level 1 bis, keine Ahnung was, Level 1000 oder so. Geht natürlich erst, wenn ich mittlerweile relativ weit fortgeschritten bin, aber ne, vor der Trans-Challenge hat man ja gesehen, da war mit Level 1000, ne, war Billo. Und da hätte man wirklich was machen können, dass man wirklich einfach mal eine extra lange Folge macht, wo ich wirklich einfach mal komplett von 0 auf 1000 durchziehe. Jo. So, gleich kommt der nächste Boss. Für den schaffen? Ich weiß es nicht. Ich meine, wir haben ja jetzt ein bisschen hier. Den hier müssen wir eigentlich noch ein bisschen. Das wird aber leider nichts. Das wird sowas von gar nichts. Ne, 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 ne. Ne. Nope, da müssen wir ein bisschen sparen. Aber da haben wir zumindest mal Level 90, da reicht es doch schon ganz geil. Kritischer Klickschaden, wer macht hier noch kritischen Schaden? Das ist natürlich Schwachsinn. Ah, der erhöht nochmal auch nochmal den DPS von allen. Ist aber leider. Ah, nee, doch, können wir uns leisten. Sehr schön, sehr schön. Ist der Arme noch der kleine Ficker, der, ne, der zieht unseren Arsch ganz schön aus der Scheiße. So, 25 Level. Na komm, das kriegen wir doch hin. Geht doch. Dankeschön. So, müssen wir nur noch ein bisschen sparen und zwar nochmal 3E17. Warum ist das alles so teuer? Ach, haben wir schon. Ha, lol. Easy. So, damit hätten wir die beide auch schon mal fertig. Dann haben wir bis unseren Ravelet, Chinetten, Eisensat tatsächlich alle hier schon fertig. Ist da ganz cool. Dann ist also der nächste Meilenstein, bis den wir alle fertig haben, müssen die nächsten drei hier. Also vor allen Dingen halt Armenhop. Damit wir dann auch schon mal vorbereitet sind, denn für die nächste Ascension. Also für die erste Ascension in dieser Transcension. Quasi ein Meilenstein in der Genforschung. So, die Frage ist, hole ich hiervon noch ein paar Level oder warte ich erstmal, bis wir sie hier haben? Scheiße. Gut, ein Level. Ah, komm, haben wir gleich. Perfekt. Und du kostest 3E18, haben wir auch gleich wieder zusammen. Ne, haben wir nicht gleich zusammen. Scheiße. Biene, ich will dich. Mach mich stolz. Schön, die Gedanken, die Dumm. Wetten, die Aktivität dann füllt, die wir nicht haben. Ah, ne. Sehr schön.
Clickstorm. Ein Clickety-Clickstorm. Stunde geklickt. Ach komm, jetzt hier noch. Ne, haben wir gleich geschafft hier. Ach meine jetzt hier. Dankeschön. Boom, Headshot. So, jetzt können wir auch den Monster hier, den Boss in Angriff nehmen. Ja, das sieht doch gut aus. Genau so muss das laufen. Okay, okay, damit hätten wir Level 90 auch geschafft. Dann sind wir jetzt bei Level 91. Ha, easy. Dann können wir jetzt Athena in Angriff nehmen. Goddess of War. Goodies? Gucci? Kalchakadela? Keine Ahnung. So. 3,18 brauchen wir noch. Kriegen wir wahrscheinlich relativ schnell zusammen, so wie das hier aussieht. Tja, vor allem freue ich mich dann schon wieder auf die nächste Aufnahme, wenn wir dann wieder ohne Combo spielen. Ich meine, wir haben jetzt in der kurzen Zeit 55.000 Combo aufgebaut. Und in der nächsten Aufnahme ist dann natürlich wieder ohne der Combo. Das dürfte dann ganz schön wehtun. Dann machen wir nämlich wieder nahezu gar keinen Damage. Ich meine, wir haben dann zwar dafür bis dahin ein bisschen Geld gespart, aber geht in der Tropfen immer erstmal ein bisschen solide los, ne? Ich weiß ich jetzt gar nicht, 0,05. Ja, das heißt, wir haben ungefähr, keine Ahnung, 500%? 2500%? Kann das sein? Ja doch, genau, 2500% haben wir jetzt plus. Das heißt also, den 25-fachen Schaden. Will ich jetzt nicht komplett falsch rechnen. Ich stelle mich aber immer so dumm an. Also bei 0,01%, ne? Also angenommen 1%, dann wären 50.000. Nein. Doch. Dann wären 50.000%, das durch 100, sind dann also 500% und das dann mal 5. Doch, war richtig. 2500% machen wir. Der fällt plus. Okay. So, haben wir Athena schon mal auf Level 2. Gut, dann würde ich mal sagen, Level 100 knacken wir noch. Und dann mache ich für die Aufnahme dann auch erstmal wieder Feierabend. Und dann können wir uns in der nächsten Aufnahme echt darum kümmern, Heroes Hall zu farmen. Und dann haben wir echt an einem Tag eine gesamte Ascension in der neuen Transcension durchgespielt. Weil dann können wir nämlich morgen früh gleich mal wieder Transcenden. Klar, gleich mal nochmal Transcenden, ne? Ich glaube, wenn wir jetzt transcenden würden, dann wären wir komplett am Arsch, weil dann hätten wir nämlich gar nichts mehr. Wir kriegen keine neuen Kugeln dazu. Wo die nächste kriegt, gehen wir erst ab ne? 570.000 Hero Souls. Das bleibt ja vorhanden, das wird ja nicht wieder zurückgesetzt, sondern das bleibt so. Und vor allen Dingen hätten wir dann keine oder nicht so viele Rubine, wie wir bräuchten. Das heißt, wir dürften dann die nächste Transcension komplett ohne die Dinger hier durchführen. Deswegen sollte man sich auf eine Transcension immer ein bisschen vorbereiten. Oder man profilt Geduld nach einer Transcension. So, den nächsten Boss, den schaffen wir doch, oder? Aua, aua, aua. Ah, doch, sieht gut aus. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, dann gucken wir mal hier ein bisschen weiter, was wir hier mittlerweile ein bisschen hochleveln können. Ah ja, nicht allzu viel. Schade eigentlich. Dark Ritual. Ah ja, können wir einmal machen. Warum nicht? So, dann haben wir hier noch. Achso, mehr kommt da gar nicht mehr. Danke. Danke. Oh, ja. Das nächste ist dann schon die nächste Fähigkeit. Das, was wir. Aber da brauchen wir noch 100 Level. Und 100 Level kosten einfach mal viel. Wobei, ganz ehrlich, das kostet gerade mal 8E21. Das sind wir alleine mit dem Idle. Locker, ob es heute Abend hinbekommt.
bringt es aber nicht allzu viel, weil dann hätten wir eine Hero Soul jetzt. Wow. Aber es zeigt tatsächlich schon mal an, dass wenn man hier ein bisschen weiter, ne, ein bisschen weiter levelt, dass man damit andere extrem schnell mit hochziehen kann. Ist halt so eine Standardtaktik von mir. Habe ich auch nicht, habe ich auch noch nicht oft genug gesagt, ne? Nur so mindestens 20 Mal pro Folge. Und das, obwohl wir schon Folge 70 sind. Habe ich also schon 140 Mal gesagt. Nein, 1400 Mal. Sollten wir auf die sparen? Macht das Sinn? Ich denke mal schon. Ah doch, sparen wir. Wir sparen auf die gute Aphrodite. Jetzt wenigstens noch die letzten mit normalen Namen. Danach fangen ja, glaube ich, die an, die so total bekloppte Namen haben. Ich sehe Katzenpfoten. Der sieht aus wie so Katzenpfoten. Gut, bei dem sieht man es jetzt nicht so gut, aber hier, da. Die sieht aus wie Katzenpfoten. Gut, okay, Katzenpfoten haben jetzt nicht vier Tatzen oder so. Aber. So, noch 1,5 E20. Das kriegen wir doch zusammen hier. Das wäre doch gelacht, ne? Wobei das doch nicht so schön schnell, wie ich gehofft hatte. So. Okay. Nee, die lassen wir erstmal. Ich halte jetzt auf die hier drauf zu. Ah! Wow! Gilded Damage. Ja, wollen wir auch schon Gild haben, du Depot. Hm. Ach so, ja, geht nicht, weil wir haben noch keins. Ich will aber. Okay. Lassen wir das. Komm, noch 0, also noch 5E20. Nee, 5E19. Dann haben wir es doch. Sie steht quasi schon vor der Tür. Ernsthaft jetzt? Danke. Goddammit. So. Und damit sind wir bei Level 100. Das Level schaffen wir jetzt sogar. Komplett ohne Hilfe. Außer mein Finger macht schlapp oder unsere kritischen Treffer reißen ab. Sieht aber gut aus. Booyah! Juhu! Wir haben zwei Hero Souls. Yay! Gleich mal senden. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's. Dann geht's also in der nächsten Folge wieder los mit von Null anfangen. Danke dafür. Armenhub. Na klar. Warum nicht wie? Scheiß Arsch. Ich hasse dich und deine gesamte Brut. Ja, dann heißt es also nächste Folge weitermachen mit weitermachen. Dann haben wir es jetzt tatsächlich geschafft, in zwei Folgen auf Level 100 zu kommen. Und heute Abend können wir uns dann tatsächlich komplett darauf konzentrieren, hier die Hero Soul zu farmen. Mit dem Ziel, heute vielleicht so 30 Hero Soul zu schaffen. Umso mehr, umso besser natürlich. Dann können wir nämlich morgen früh dann tatsächlich wirklich die erste Ascension machen und dann danach gleich mal Solomon holen. Sodass wir dann die zweite Ascension schon gleich nutzen können und dann wirklich richtig Hero Souls im großen Stil zu farmen. Wobei der große Stil natürlich ausbleibt, weil ja. Ich meine, man hat ja gesehen bei der letzten Transcension, wie langsam das losging. Und ich meine, wir haben jetzt den dreifachen Bonus wieder vor. Ne, die letzte Transcension war mit 500%, jetzt haben wir 1500%, also immer das Dreifache. Aber so langsam, wie es letztens losging, dürfte es jetzt auch immer noch relativ langsam sein. Also, bin ich mal gespannt. Gut, dann will ich mal sagen, du kriegst nochmal Level zugestoßen. Ich höre auf, bevor es pervers wird. Das war ja schon wieder hier, ne? Schau mit vor.